Ja, schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich möchte Ihnen heute einen Bericht geben von unserer Ausschussfahrt. Wir waren letzte Woche 4 Tage in Mittelböhmen vom Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Mittelböhmen ist eine Partnerregion zu Rheinland-Pfalz und deswegen muss man natürlich auch diese Partnerregionen ab und zu mal besuchen. Und da bietet sich der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur natürlich auch absolut an. Wir sind mit dem Bus nach Kladno gefahren. Kladno ist im Außenbezirk von Prag gelegen und wir haben uns dort die Bibliothek angeschaut. Die Bibliothek hat schon jahrelang auch eine Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum in Rheinland-Pfalz. Deswegen war es uns wichtig, die Bibliothek anzuschauen. Sie ist kleiner als unsere, aber durchaus sehr beeindruckend und sie ist in einem schönen Jugendstilgebäude untergebracht. Das war schon ein guter Anfang. Danach sind wir zur Gedenkstätte Lidice gefahren. Das war sehr, sehr beeindruckend, auch sehr ergreifend und ja, wir haben es den ganzen Abend mitgetragen. Das ist diese Stadt, die platt gemacht wurde in der NS-Zeit aufgrund eines Attentats gegen einen General oder was auch immer von Hitler, und Hitler hat dann befohlen, diese Stadt aus heiterem Himmel platt zu machen. Die Männer sind alle erschossen worden, die Frauen und Kinder sind deportiert worden beziehungsweise auch eben weggeschafft worden, und es ist ein Mahnmal von aus Bronze gegossenen Kindern, die da stehen, und da kommen einem wirklich die Tränen, und im Prinzip muss man wirklich sich solcher Dinge gedenken, damit man aktiv gegen verschiedene Strömungen, die momentan bei uns sich breit machen, auch aktiv dagegen angeht und dagegen wirkt. Das war, ja, wie gesagt, sehr berührend und sehr beeindruckend. Ja, dann sind wir weitergefahren nach Prag. In Prag hatten wir nochmal einen Besuch in dem Kloster Strahov und in der wunderschönen Bibliothek auch dort. Das ist wirklich unglaublich, wie schön das Ambiente dort ist, allerdings und wie alt auch die Bücher sind. Das heißt, man kann eigentlich dort nicht wirklich Bücher ausleihen. Das ist eigentlich wirklich eine Bibliothek zum Anschauen. Am nächsten Tag waren wir dann nochmal in Prag. Wir hatten ein Gespräch mit unserem Botschafter in Prag, in der deutschen Botschaft. Das war sehr interessant, weil der Botschafter uns dann natürlich schon auch so ein bisschen gebrieft hat, wie momentan die politischen Zusammenstellungen sind und mit wem die Partei Arno jetzt versucht, Gespräche aufzunehmen, um dann letztendlich auch eine Regierung hinzubekommen. Das war wichtig für uns natürlich als Politiker. Wir durften auch auf dem Balkon stehen, auf dem damals Genscher gestanden hat und die Rückreise nach Deutschland verkündet hat. Das war schon ja, ein schönes Moment, so ein Gänsehautmoment. Das war sehr beeindruckend. Ja, wir sind auch am Haus von Antonin Dvořák gewesen. Wir hatten das große Glück, tatsächlich in dieses Haus von Antonin Dvořák hineingehen zu dürfen. Und der Urenkel von Antonin Dvořák, Peter Dvořák, hat uns in einem sehr guten Deutsch dieses Häuschen gezeigt. Auch den Arbeitsplatz, an dem Dvořák dann saß und seine schönen Quartette und Sinfonien und auch die Oper geschrieben hat. Das war ja auch so ein bewegender Moment. Das ist schon toll, wenn man auf einer Reise sowas auch tatsächlich sehen darf. Wir sind dann weitergefahren in die Villa seines Schwagers. Dort hatten wir ein kleines Konzert mit 4 Musikern. Hier besteht auch eine ganz intensive Verbindung zu Rheinland-Pfalz. Villa Musica hat eine Kooperation mit Mittelböhmen, und das eine Mädchen, was da mitgespielt hat, war auch die Bientatin. Das heißt, auch im Prinzip waren alle 4 Musiker auch schon mal in Rheinland-Pfalz gewesen. Das ist schön, wenn so auch dieser kulturelle Austausch zwischen Partnerstädten und Partnerregionen dann auch tatsächlich stattfinden kann, so aktiv stattfinden kann. Ja, wir haben natürlich auch das Thema Wissenschaft nicht vernachlässigen wollen. Das heißt, wir waren in 3 Wissenschaftszentren. Einmal, ich muss gerade mal nachdenken, BioCEF, das ist eine
biologisches Forschungsinstitut, dann SIG, das ist eine Kooperationsstelle, die momentan versucht, alle Unternehmen, auch Start-ups und die Wirtschaft und so zu verzahnen, also Netzwerke zu schaffen. Und zum Letzten die Firma Eli Beamlines, das ist eine Laserfirma, da wird jetzt momentan der vierte Laser aufgebaut und da können Wissenschaftler auch hingehen und an einem Projekt arbeiten und diese Laser einfach benutzen. Das ist auch eine tolle Idee und die versuchen natürlich aus der Tschechei raus weltweit sich mit diesen drei Zentren auch nochmal zu positionieren. Eine wichtige Sache und für die Tschechei ganz wichtig, auch weiter voranzukommen. Ja, wir waren dann in der größten oder in der zweitgrößten tschechischen Kunstgalerie. Das ist auch in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Da hat man momentan eine ganz neue Ausstellung aufgelegt, die ist sehr interessant, denn Bilder von tschechischen Künstlern werden begleitet von Sprüchen an der Wand, von ganz modernen Menschen, John Lennon zum Beispiel, die dann letztendlich einen Spruch zu einem Thema geben, was auf das Bild oder auf die Skulptur, die dort steht, passt. Sehr interessant. Leider ist die Zeit begrenzt und wir konnten dann einen Gang durchgehen. Man könnte sich in diesem Museum sicherlich ja, im Prinzip tagelang aufhalten, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist. Ja, und wir hatten dann eine Weiterfahrt nach Kutná Hora. Das ist ja diese Kuttenberg, diese alte Stadt, in der man Silber gewonnen hat. Auch das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir hatten auch hier eine kleine Führung. In dem ehemaligen Rathaus war damals nämlich diese Münzenprägstätte, sage ich jetzt mal, weil in Kutná Hora Silbermünzen geprägt wurden und ja, und von denen lange Zeit das Geld ausgegeben wurde. Zu guter Letzt hatten wir mit den Stadtvertretern von Kutná Hora ein Gespräch, denn die haben eine gute Partnerschaft zu Bingen. Und da schließt sich eben der Kreis wieder zu Rheinland-Pfalz. Also eine unglaublich interessante Reise, sehr eng getaktet, viele Gespräche, viele Eindrücke. Ich war ordentlich müde am Wochenende, als wir zurückkamen, aber ganz viele Informationen, die man jetzt auch wieder für Rheinland-Pfalz verwerten kann. Ja, kurzer Ausblick. Diese Woche ist am Mittwoch und Donnerstag noch Plenarsitzung. Wir werden einen Kulturantrag haben. Ich werde eine Rede halten, wahrscheinlich dazu, wenn es nicht noch gekürzt wird. Es geht um die Stärkung von Musik und Kultur. Die Musikverbände, die Musikschulen, aber auch die Chorverbände haben seit Jahren, eigentlich fast seit 25 Jahren, eingefrorene Landeszuschüsse eben gedeckelt. Das heißt, der effektive Landeszuschuss reduziert sich Jahr um Jahr und wir haben einfach Angst, dass unsere guten gewachsenen Strukturen hier im musikalischen Bereich uns wegbrechen und das wäre sehr, sehr schade, weil auch gerade der ländliche Bereich, aber auch eben die Stadt von den vielen schönen Vereinen lebt und auch das gesellschaftliche Leben ohne diese Vereine ja, viel, viel ärmer wäre. Insofern werden wir uns dafür einsetzen, hier die Zuschüsse zu erhöhen in den nächsten Haushaltsberatungen. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.